Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es den Anti-TBR-Tag, den Tag, das möchte ich nicht lesen. Also Anti-To-Be-Read sozusagen, um es auf Deutsch zu übersetzen. Ich habe den Tag jetzt schon bei einigen Booktubern gesehen und zuletzt auch bei den Bookfriends und dachte, Mensch, darüber hast du eigentlich noch gar nicht groß geredet, vielleicht quatschen wir da ein bisschen drüber. Und ja, ich habe tatsächlich auf einige Fragen keine so richtige Antwort, aber eher so eine Diskussionsantwort, beziehungsweise würde ich da gerne in den Gedankenaustausch gehen, wie es euch damit geht. Ich packe die Fragen auch mal unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Vielleicht wollen wir uns ja in den Kommentaren ein bisschen über die ein oder andere Antwort oder auch Frage ein bisschen austauschen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wir starten den Tag mit ein beliebtes Buch, das alle mögen, an dem du aber kein Interesse hast. Und ich muss sagen, da sind mir schon spontan so ein paar Bücher eingefallen. Ich glaube aber ein Buch, was wirklich super gehypt ist, ich weiß immer nicht, ob das wirklich ist, weil es gemocht wird oder weil es so intensiv ist, ist Ein wenig Leben von Hana Yanagihara. Das ist ein Buch, wo ich schon beim Cover so zurückschrecke und denke, spricht mich gar nicht an. Ich kann verstehen, die Thematiken, die da drin besprochen werden, dass das für uns Leser wirklich ein Erlebnis ist, dass man danach vielleicht auch Literatur mit anderen Augen sieht. Ich weiß aber tatsächlich für mich persönlich nicht, ob ich so ein wenig Leben mitleiden möchte, und ich weiß eben schon so ein bisschen, was darin so vorgeht, und ja, da bin ich so ein bisschen kritisch und weiß nicht, ob das ein Buch tatsächlich ist, was ich so ein bisschen aushalte. Da gibt es auch noch so zwei, drei andere Bücher, besonders Bücher, die sehr gehypt sind, wenn es eben so ein bisschen um das Sterben geht, um jemanden zurücklassen, um letzten Brief schreiben oder sowas. Das finde ich manchmal auch sehr schwierig, aber so Ein wenig Leben ist so das Buch, wo ich denke, es haben so viele in die Kamera gehalten, es haben so viele geliebt, gefeiert, waren emotional danach am Ende, wo ich denke, ja, vielleicht würde ich dieses Erlebnis auch gerne haben, aber irgendwie, ja, ist das Interesse nicht groß genug, die Zeit in dieses Buch zu investieren. Zweite Frage, ein klassisches Buch oder eine klassische Autor, Autorin, an dem der du kein Interesse hast? Da sind mir so auch einige eingefallen, wo ich dachte, Klassiker sind tatsächlich immer mal ein bisschen schwierig. Ich hatte so meine Probleme mit Thomas Mann. Ich habe irgendwann mal den Zauberberg begonnen. Ich habe ihn, glaube ich, sogar zweimal begonnen und bin irgendwie nicht damit zurechtgekommen. Also wirklich so ein Klassiker, wo ich denke, viele finden den toll, viele lesen Thomas Mann, viele mögen seinen Stil und seine Art, Geschichten zu erzählen, auch wenn man an andere Werke von ihm denkt. Ich habe irgendwie keinen Zugang gefunden zu Thomas Mann. Und ähnlich ging es mir mit Virginia Woolf. Ich habe damals Miss Dalloway, irgendwie gelesen, ist aber, glaube ich, auch schon bestimmt 15 Jahre her, es wird gar nicht reichen. Ich fand das mega unspannend. Also ich habe mir echt so gedacht, also selbst für das Genre, in dem es sich befindet, ich habe den Zauber von Virginia Woolf nicht so finden können. Also ich bin ja zum Beispiel auch nicht der größte Fan von Jane Austen, ist auch eine Autorin, wo ich sage, ja, das ein oder andere Buch ist toll, aber so dieser Hype, der darum gemacht wird, das ist mir manchmal auch zu viel, aber da finde ich mich doch wieder eher ein. Durchaus auch Shakespeare lese ich zum Beispiel sehr gerne. Ich mochte Homers Sprachspiel sehr gerne. Also von daher, es gibt Klassiker, die mich begeistern, aber so diese beiden, da bin ich irgendwie nicht so richtig warm geworden. Dann zur dritten Frage, eine unproblematische Autorin, Autor, an dessen Bücher du kein Interesse hast. Und ich muss dir ehrlich sagen, um diese Frage habe ich lange überlegt. Zum einen, welche Autoren fallen mir ein, die irgendwie problematisch sind. Natürlich gibt es irgendwie eine Diskussion um J.K. Rowling, das ist natürlich auch nicht an mir vorbeigegangen, und ich weiß nicht, ich habe da irgendwie, also ich versuche, nein, oder ich trenne das, also ich trenne Künstler von Werk, kommt natürlich ein bisschen drauf an, vielleicht auch wie sehr mich das, was da gesprochen wird, vielleicht auch anspricht, wie sehr es mich erreicht, wie sehr es mich in meinen Grundfesten erschüttert. Das mag tatsächlich schon sein. Natürlich sind es auch eher politische Statements, also wenn sich jemand wirklich sehr rechts oder sehr links etabliert, da muss man natürlich schon immer sagen, kann ich das dann noch irgendwie vertreten? Wobei ich mir dann auch die Frage stelle, ein Buch, was der vielleicht vor 10, 15 Jahren geschrieben hat, er oder sie, da muss man natürlich fragen, da war seine Ansicht ja vielleicht noch eine andere. Und vielleicht habe ich das Buch auch gelesen und gefeiert und
ja, zudem finde ich es immer schwierig, den Menschen nach einer Aussage oder ja, nach einer blöden Aussage zu verurteilen, weil wir machen ja auch alle mal Fehler. Und wer weiß, vielleicht hatte ja hier auch jemand einfach einen schlechten Tag oder hat sich auf falsche Daten berufen oder hat einfach nicht weitergedacht oder wie auch immer. Ich glaube auch nicht, dass ich jeden Tag zu 100% politisch korrekt bin. Das möchte ich auf niemand anderen erwarten. Natürlich steht derjenige, diejenige irgendwie in der Aufmerksamkeit. Da sollte man sich schon überlegen, was man postet. Aber ja, auch sehe ich mich einfach nur als Leser und ich möchte Spaß haben. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist ziemlich naiv. Das mag tatsächlich sein, aber ich beschäftige mich unter Tage, was das Arbeitsleben angeht, so mit ja, politischer Korrektness, sage ich mal, oder mit Regeln, mit Vorgaben, mit ja, Gesetzestexten, was auch immer, was eingehalten werden muss, dass ich in meiner Freizeit auch einfach nur Spaß haben möchte. Und wenn mich zum Beispiel die Harry Potter-Reihe begeistert, dann kann ich jetzt noch darüber nachdenken, möchte ich J.K. Rowling zukünftig unterstützen, aber deswegen werde ich jetzt Harry Potter nicht aus meinem Regal werfen, werde es verbannen und werde nie wieder darüber sprechen. Dafür ist, also, ja, ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, wie ich das meine. Ich weiß natürlich, dass man damit inzwischen fast an Diskussionen aufmachen kann, aber ich sehe mich als Leser, ich möchte beim Lesen Spaß haben, ich möchte dem Alltag ein bisschen entfliehen oder eben auch durchaus in Sachbüchern ja, mir etwas sehr Gutes tun und ja, wüsste auch gar nicht, wann ich jetzt noch Zeit hätte, über jeden Autor, den ich lese, zu recherchieren. Zudem finde ich es halt auch immer schwierig, wenn eben jemand mal etwas sagt. Die 99% der anderen sagen nichts, wer uns denn die Garantie gibt, dass die eine gute Meinung über die Welt haben oder welche Meinung ist gut oder wie auch immer. Also ich bin da tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, ich kann den Ansatz verstehen, aber ich weiß nicht, es ist ein Hobby, es ist Spaß und es soll mich aus dem Alltag reißen und nicht, dass ich erst, bevor ich ein Buch kaufe, mir Gedanken machen muss oder mal googeln muss oder auf Wikipedia schauen muss, gibt es um diesen Autor, die Autorin irgendwie einen Skandal oder hat der irgendwas mal gesagt? Ich weiß nicht. Also, und vor allem, was passiert, wenn einer das nur denkt oder, keine Ahnung, also wäre ein Buch umstritten, dann wäre das vielleicht tatsächlich noch was anderes. Also wenn in einem Buch ganz schreckliche Dinge kommen, dann würde ich sagen, okay, dieses Buch sollte man nicht unterstützen, sollte man nicht lesen. Wobei, ich finde auch, kritische Literatur sollte durchaus gelesen werden, vielleicht dann auch kommentiert. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, machen wir einfach weiter mit der vierten Frage. Eine Autorin, ein Autor, von dem du ein paar Bücher gelesen hast und beschlossen hast, dass die Bücher nichts für dich sind. Auch hier muss ich ehrlich sagen, dass ich das nur sehr, sehr, sehr selten habe. Also klar habe ich früher bestimmt Autoren irgendwie gelesen, von denen ich heute nichts mehr lese. Vielleicht bin ich aus dem Genre herausgewachsen. Ich lese jetzt natürlich auch kaum mehr Kinderbücher. Auch bei Jugendbüchern habe ich einen sehr speziellen Geschmack. Da kann man natürlich schon sagen, okay, ja, das ist einfach das Genre. Bei Autoren muss ich echt sagen, dass ich da immer mal an Fitzek denke, der mich ja tatsächlich seinen letzten Thriller, der so gar nicht mich angesprochen hat, der ja wirklich auch zu Warnungen in meinem Freundesbekanntenkreis geführt hat, Steffi liest das nicht, ist viel zu schlimm. Da ist natürlich die Frage, wenn sich seine Thriller weiterhin in diese Richtung entwickeln, dann bin ich da natürlich auch irgendwie raus. Und es gibt ja auch ein paar Autoren, die durchaus immer irgendwie das Gleiche schreiben. Es würde natürlich jetzt Thorsten sagen, dass da auch schon ja, Fitzek dazugehören würde. Aber es gibt natürlich schon so Autoren, die immer das gleiche Schema irgendwie haben. Also ich denke da zum Beispiel auch an Jonas Winner, auch ein Thriller-Autor, der mir zu Beginn sehr gut gefallen hat, aber irgendwann war absehbar, spätestens nach dem zweiten, dritten Buch hat man irgendwie verstanden, wo er hingeht, wie es geht und dann wurde es auch irgendwie nicht mehr so interessant. Aber so grundsätzlich ist das manchmal auch gar keine bewusste Entscheidung. Natürlich sieht man irgendwie eine Neuerscheinung, erinnert sich, oh, bei dem Autor das letzte Buch war vielleicht nicht so gut, dafür aber das vorhergehende gebe ich ihm nochmal eine Chance und oder eben auch nicht. Aber ja, also vielleicht tatsächlich Fitzek, wo ich überlegen werde, wie ich das weitermache. Aber ja, sonst ist das, ja, es ist irgendwie schwierig. Ich finde es super schwierige Fragen. Also man muss sich da tatsächlich mal ein paar Gedanken machen. Fünfte Frage. Ein Genre, an dem du kein Interesse hast oder ein Genre, in dem du versucht hast einzusteigen, aber es nicht geklappt hat. Also ich habe immer wieder meine Probleme mit Krimis.
jetzt nicht wieder per se alle, aber mich zieht es selten zu Krimi. Ich muss da wirklich in Stimmung sein. Ich kann diesen Ermittler Aufgaben mit einem Kommissar, der irgendwie ständig betrunken ist, der Lebensschicksale hat und so weiter. Ich kann das irgendwie, ich mag das nicht. Ich lese das nicht gern. Ich habe da wenig Spaß dran. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel würde ich sagen, bin ich kein Krimileser. Und dann würde ich auch das historische Genre ein bisschen eingrenzen um den Zweiten Weltkrieg herum. Ich weiß tatsächlich nicht so richtig, woran es lag. Ich habe das früher sehr gerne gelesen. Ich habe mich sehr mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt, auch familiär bedingt. Wenn ich jetzt an meine Uroma denke oder mein Uropa, was die so erzählt haben, was die erlebt haben, da möchte man natürlich schon wissen, was war da in Deutschland los, in Europa los. Und ich habe mich sehr damit beschäftigt, viele Dokumentationen gelesen, viele Bücher oder auch Dokumentationen geschaut. Und irgendwann war aber der Punkt da habe ich das nicht mehr ertragen. Da fand ich das so schlimm und besonders in Fiktion, also in Büchern, die zum Spaß sind, hat mich das Thema irgendwann einfach nur noch genervt. Zum Teil, wie die Darstellungen waren der damaligen Zeit, wo ich oft dachte, naja, das ist jetzt geschichtlich aber nicht ganz korrekt oder Also es gab so Richtungen auch in Büchern, die ich irgendwie ein bisschen schwierig fand, in denen ich mich nicht wiedergefunden habe oder meine Gedanken dazu oder meine scheinbare Meinung, also insofern man da eine Meinung haben kann, das ist so ein bisschen mein Problem mit dieser Zeit und ich glaube einfach, das ist auch mit dem anderen Punkt verbunden, ich möchte was Spaßiges lesen und das ist einfach für mich auch zu nah dran, beziehungsweise ist das halt historisch jetzt auch so, dass man so überladen ist vielleicht mit dem Thema, dass ich da in meiner Spaßwelt eben einfach keine Lust drauf habe, weil ich ja durchaus Blut und Gemetzel und Kriege in Fantasy durchaus mag. Alleine wenn man das Lied von Eis und Feuer sich anschaut oder die Schlacht um Helms Klamm im Herrn der Ringe oder ähnlichem, da muss ich natürlich sagen, das stört mich nicht, aber wahrscheinlich tatsächlich, weil das eben auch irgendwie echt ist. Und das ist eben ein Kapitel im Historischen, was ich ausklammere. Überhaupt ist so das 20. Jahrhundert nicht das Spannendste, in dem ich wirklich nur sehr selten lese. Ich gehe tatsächlich dann lieber weiter zurück und aber das wären so zwei Genre oder ein Untergenre oder ja, ein kleiner Bereich des historischen Genres, was ich irgendwie ausklammere und meide. Sechste Frage. Ein Buch, das du gekauft hast, aber nie lesen wirst. Und da muss ich echt sagen, sowas habe ich nicht. Also alle Bücher, die hier stehen, stehen hier, um gelesen zu werden, um genossen zu werden. Es gibt Bücher, und das wäre jetzt wahrscheinlich so meine Ausnahme, meine Antwort, das sind Bücher, die ich gehört habe, die ein Highlight waren und jetzt im Regal stehen. Da ist natürlich tatsächlich die Frage, werde ich die jemals lesen oder stehen die eben einfach da, weil sie mir ein gutes Gefühl geben, weil ich sie gerne in meinem Highlight-Bücherregal haben möchte. Das gibt es natürlich Bücher, sei es Elias und Laia, sei es der Marsianer zum Beispiel, den habe ich nur gehört, nicht gelesen, der steht im Regal, die Clifton-Saga, da gibt es einige Bücher, die nur im Nachgang eingezogen sind, weil eben das Hörbuch so toll war. Und da ist die Frage, werde ich bei einem Reread zum echten Buch greifen oder wieder zum Hörbuch, weil ich ja sehr gerne hörend rereade. Ja, das sind vielleicht tatsächlich dann die echten Bücher, die eingezogen sind, aber nie gelesen werden, aber grundsätzlich gibt es kein Buch, was nicht gelesen wird. Auch die illustrierten Ausgaben von zum Beispiel Harry Potter werden immer gelesen, wenn ich sie neu bekomme und dann gerade ein Reread der Reihe ansteht. Also von daher, auch die sind alle schon angesehen, durchgeblättert. Also ja, ist irgendwie, weiß ich nicht, hat man wirklich Bücher im Regal, die man nie lesen wird? Warum hat man sie dann? Also ja, jetzt so Sonderschmuckausgaben, das mag natürlich durchaus sein, dass man da der Sammler ist, aber dann hat man die Geschichte ja trotzdem schon gelesen, oder? Ja. Schreibt mir gerne, wie ihr das so seht. Ja, siebte Frage, eine Buchreihe, an der du kein Interesse hast oder eine Reihe, die du begonnen hast und dann abgebrochen hast. Also da gibt es einige bekannte Reihen. Fangen wir mit dem Thema an, was jetzt Phil bestimmt verärgern wird, nämlich die Dunkle Turm-Reihe. Ich habe Band 1 gelesen, nicht gemocht. Ich habe Band 2 angefangen und irgendwie nach 220 Seiten abgebrochen. Es war einfach nicht meins. Und man soll ja niemals nie sagen, vielleicht bin ich in 10 Jahren ein anderer Mensch und denke, Mensch, jetzt fängst du es nochmal an. Ich habe ja auch, ich glaube, bis zu Band 4 alle Bände hier. Aber aktuell sehe ich mich nicht in dieser Dunklen Turm-Reihe und ich finde halt, vielleicht braucht die auch einfach eine gewisse Zeit und auch einfach einen richtigen Moment im Leben. Das ist so, ja, auch wenn ich sonst den Meister ja vergöttere, aber hier konnte er mich bisher nicht so richtig packen und fesseln und ja.
Dann habe ich auch mit der Outlander-Reihe zum Beispiel begonnen von Diana Gabaldon. Eine total gefeierte Reihe, auch auf Serienverfilmungen. Und ich habe damals, bevor die erste Staffel herausgekommen ist, auch das erste Buch gelesen. Damals war, glaube ich, meine erste oder zweite Buchmesse in Frankfurt. Wunderbar, 4,5 Stunden Hinfahrt und Rückfahrt, zack, Buch war gelesen. Ja, aber ich habe danach auch nicht mehr das Bedürfnis gehabt, weiterzulesen. Also ich habe auch nur die erste Staffel damals angeguckt. Ich fand die wirklich gut gemacht und optisch auch sehr gelungen. Ich kam aber mit Claire nicht so richtig zurecht als Protagonistin. Auch mit ihrer Dreiergeschichte, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, wo eigentlich ihr Problem war. Also ja, jetzt müsste man weiter ausholen. Und das ist so eine Reihe, an die es mich gar nicht mehr zieht. Auch die Bücher von Cassandra Clare, besonders wenn sie eben um die Schattenjäger geht. Ich habe damals die 6er-Reihe Chroniken der Unterwelt geliebt, gefeiert, habe auch die Serie gemocht, den Film ein bisschen mehr. Aber irgendwie zieht es mich zu den neuen Reihen von ihr gar nicht, weil ich das Gefühl habe, es ist immer dasselbe. Also es werden immer die gleichen Probleme auftauchen, es ja, dreht sich immer nur um diese Welt. Was mich hier vielleicht noch interessieren wird, wären die Magnus Bane Chroniken, einfach weil ich ihn einen spannenden Charakter finde und wir eben mal von den Schattenjägern weggehen und zu den Hexenmeistern gingen. Aber irgendwie hat diese Welt ja seinen Reiz irgendwie verloren und das ja, spricht mich tatsächlich so gar nicht an. Also ich habe eine ganz liebe Freundin, die ist da süchtig, die liest alles, aber die bestätigt immer so ein bisschen meine Meinung, dass dann eben doch Themen oder ja, einfach Dinge, die passieren, doch ein bisschen ähnlich sind. Aber man muss ja auch nicht alles lesen. Und dann die 8. Frage, und das wird eine kurze Antwort, eine Neuerscheinung, an der du kein Interesse hast. Und ich muss sagen, da gibt es bestimmt Hunderte, gar Tausende, die mich überhaupt nicht interessieren. Und ich muss sagen, ich finde es tatsächlich schwierig einzuordnen. Ich beschäftige mich eigentlich eher mit den Dingen, was finde ich spannend, was finde ich interessant. Ich finde es tatsächlich dann eher schwierig zu sagen, das und das interessiert mich nicht, weil man ja oft auch gar nicht weiß vorher, was irgendwie gehypt wird. Also oder was irgendwie ein Highlight vielleicht auch werden könnte und man dann eben sieht und sagt, Mensch, die habe ich jetzt irgendwie verpasst, aber ist nicht schlimm. Gibt natürlich immer Bücher, die von Autoren oder in Genres sind, die mich einfach nicht ansprechen, aber so jetzt direkt ein Buch vor Augen, wo ich sage, nee, also das kommt zwar, aber es interessiert mich nicht, habe ich tatsächlich nicht vor Augen. Man könnte jetzt wieder Fitzek vielleicht anführen, aber tatsächlich finde ich jetzt das nächste Buch, was kommt, gar nicht so unspannend, werde aber auf jeden Fall die ersten Meinungen da abwarten. Also ich bin jetzt niemand mehr, der am Tag des Erscheinens in der Buchhandlung ist. Aber ja, ich bin gespannt und bin immer neugierig und ja, man soll ja sowieso, wie gesagt, niemals nie sagen. Ja, das waren jetzt meine etwas wohl ungewöhnlicheren Antworten, einfach weil ich nicht auf jede Frage tatsächlich eine konkrete Antwort hatte. Aber lasst uns wirklich gerne in den Austausch gehen und in den Kommentaren ja einfach so ein bisschen über die Fragen und Antworten und eure Gedanken sprechen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Fragen, wie gesagt, unten in der Infobox. Und ich ja, danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.